Die Skiregion um Gstaad, Schönried und Zweisimmen zählte zu den ersten der Schweiz, die auf seilgezogene Aufstiegshilfen setzte. Der Erfinder der Funischlittenbahn, Arnold Annen, stammte aus Sahnen, dem Nachbardorf von Gstaad. So ist es wenig erstaunlich, dass Annen seine ersten Funischlitten unweit seiner Heimat erstmalig für den Skisport einsetzen konnte. Die erste derartige Schlittenseilbahn entstand um 1933 und führte von der Lochstafel auf den Hornberg. Eine Ergänzung folgte bereits 4 Jahre später in Form einer zweiten Anlage vom Hornbergkessel auf das Hühnerspiel. Unzählige Skihänge und Abfahrtskombinationen waren fortan zugänglich. Mit einer Talstationshöhe auf 1600 Metern war das neu entstandene kleine Skigebiet zwar sehr schneesicher, der Zugang aus den deutlich tiefer gelegenen Dörfern Schönried und Sahnenmöser gestaltete sich aber mühsam. Aus diesem Grund erfolgte 1938 der Bau einer weiteren Funischlittenanlage in 2 Sektionen als Zubringer. Und es sollte nicht irgendeine Anlage werden. Schon für sich genommen waren die Sektionen mit je 1,3 Kilometern länger als jedes andere Funi auf der Welt. Konstrukteur war jedoch nicht mehr der Erfinder Annen selbst, sondern die Ludwig von Reuschen Eisenwerke aus Bern. Das Unternehmen hatte das Potenzial der Schlittenseilbahn erkannt und erlangte daher eine Lizenz zum Bau dieser Bahnen. Fast noch erstaunlicher als die Ausmaße der Bahnen ist jedoch die Tatsache, dass diese Ingenieursmeisterleistung noch bis 1986 regulär den Skigästen diente. Nahezu alle anderen Funischlitten waren spätestens in den 40er oder 50er Jahren ersetzt worden, weil die Kapazität bei weitem nicht ausreichend war. Auch in Sahnenmöser mussten die beiden anderen derartigen Anlagen schon in den 50er Jahren Schleppliften weichen. 1986 war aber auch die Zeit der letzten Funischlittenanlage für Skibetrieb in der Schweiz abgelaufen. Schon 1980 hatte man mit der Sahnerslochgratbahn eine Entlastung geschaffen, nun erfolgte der endgültige Ersatz beider Sektionen durch neue Seilbahnen auf anderer Trasse. Den unteren Bereich übernahm der neu gebaute Schlepplift Letz Gürtli, die obere Sektion wurde nach unten durch die Sesselbahn Sahnenwald-Hornberg verlängert. Konstrukteur der neuen Bahn war wiederum die Firma von Roll, die hier nach fast 50 Jahren ihr eigenes Werk ersetzte. Eine nahezu baugleiche Anlage hatte der mittlerweile in Thun ansässige Seilbahnhersteller bereits 2 Jahre zuvor am Horneggli in Schönried eröffnen können. Auch am Hornberg handelt es sich um eine kuppelbare Dreiersesselbahn mit Haubensesseln der Firma De Giorgi und der ersten Generation der legendären Klemme vom Typ VH400. Auf einer Streckenlänge von über 2,2 Kilometern überwinden die charakteristisch weißen Sessel knapp 400 Höhenmeter und ermöglichen eine stündliche Förderleistung von 900 Personen. Angetrieben wird die Bahn dabei in der Bergstation, die Abspannung des Förderseils erfolgt per Gegengewicht im Tal. Als lebendiger Zeitzeuge der frühen kuppelbaren Sesselbahnen in der Schweiz bleibt zu hoffen, dass die Anlage genauso lange in Betrieb bleiben wird wie ihr Vorgänger.